Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze mit Borgheide News TV am Montag. Ja, und die neuesten Nachrichten sind natürlich, die Ferien sind zu Ende. Ja, seit Samstag eigentlich, na gut, für viele Kinder ist heute der erste Schultag wieder gewesen in den neuen weiteren Schulklassen. Aber am Samstag war Einschulung in Borgheide und dort sind 49 Kinder, man höre und staune, 49 Kinder eingeschult worden. Das waren so viele, dass man in zwei Etappen die Einschulungsfeiern machen musste. Und die Feuerwehr hat natürlich die Zuckertüten gebracht. Ja, unsere Schule platzt aus allen Nähten, wenn man sich vorstellt, dass 49 Kinder neu eingeschult wurden. Und die anderen sind ja auch noch da, bis auf die ehemalige Sechse, die natürlich jetzt mit 9 Schülern aufgefüllt wurde. Aber wenn wir uns die Sporthallen anschauen, die Sporthalle anschauen und die Schule, ist dringend Handlungsbedarf eigentlich angesagt. Jo, was gibt es sonst noch Neues? Ja, Waldbad informierte uns, dass im Veranstaltungskalender genannte Termin am Sonntag, den 2.9., also das 10. Borgheider Quattro Beach Volleyballturnier und Flohmarkt leider ausfallen müssen. Warum, kann ich leider noch nicht sagen. Und auch die Fireflies sind schon wieder unterwegs, weil die sind ja oft unterwegs. Sie sind diesmal zum Brandenburg-Tag 2018, und zwar nächsten Samstag, am 25.8. um 21 Uhr verzaubern sie euch mit einer einzigartigen Feuershow und Artistik. Also wer da teilnehmen möchte, der muss allerdings nach Wittenberge fahren, in die alte Ölmühle an der Strandbar und im Festbereich D. Also wie gesagt, am 25.8.2018 ab 21 Uhr in Wittenberge. So, dann war natürlich auch wieder Fußball gewesen. Nein, ich war diesmal nicht dabei. Unsere Fußballer waren am Sonntag auswärts gewesen und haben ihr erstes Kreisklasse-Havelland-Spiel bestritten. Und zwar gegen Grün-Weiß-Kleinkreuz. Verloren haben sie nicht, aber unentschieden gespielt. 4:4. Borgheide steht momentan auf dem 6. Rang, hat noch nicht zu sagen, ist aber nicht der schlechteste Rang. Von 15 Mannschaften auf dem 6. Rang nach dem ersten Spiel, da geht doch noch was, ne? So, und da wir noch gar nicht so viel haben, kommt noch mal ein bisschen was da rein. Und zwar jetzt mal was zu den Titanen on Tour. Ja, das sind keine großen Menschen oder dergleichen mehr. Nein, das sind die Pferde aus Brück, die hier unterwegs sind mit einer Friedensmission nach Veliki Novgorod. Ja, mittlerweile haben sie Russland ja schon erreicht. Am 18. August haben sie 930 Kilometer zurückgelegt gehabt. Und weitere 1250 Kilometer liegen noch vor ihnen. Die sind ganz begeistert, wie sie dort aufgenommen wurden in Russland, natürlich vorab auch in Polen. Und wer immer Interesse hat, sich darüber zu informieren, der kann das einfach hier machen unter dieser Website. Wir blenden hier mal hier ein, www.titanenontour.eu. Ja, dort kann man die neuesten Infos und Bilder sehen und natürlich auch mal das eine oder andere Video. Und wir werden mal versuchen, ob wir nicht auch mal so einen kleinen Bericht von denen für unsere Borgheide News TV bekommen. So, jedenfalls viel, viel Glück euch allen dort. Viel Spaß auf der Reise, den Abenteurern und den Friedensbotschaftern zu Pferde. Ich hoffe, ihr kommt gut hin und natürlich dann auch wieder gut zurück. So, das war's für heute schon. Wir haben es mal ein bisschen kürzer, ein Glück auch, muss ich manchmal sagen. Matze, du bist dran. Ja, okay, Matze kann ich. Matze ist Malade, Matze ist krank. Irgendwas liegt bei ihm quer. Muss auch mal sein. Ich wünsche dir gute Genesung, Matze, damit du schnell wieder auf die Beine kommst und uns das Wetter bringst. Denn so, wenn ich das hier so mache, ja, dann muss ich leider sagen, ganz, ganz, ganz langsam verabschiedet sich der Sommer von uns. Wir haben jetzt noch Temperaturen um Mitte bis knapp Ende 20 Grad. Also es geht am Dienstag nochmal mit 24 Grad, Mittwoch 29 Grad. Am Donnerstag geht es nochmal so richtig in die Vollen mit 33 Grad. Aber dann zeigt es schon wirklich nach unten. 22 Grad, 20 Grad, 18 Grad sollen am Sonntag, den 26.8. kommen. Und die Regenwahrscheinlichkeit, die können wir natürlich wirklich brauchen, steigt
80-90% Regenwahrscheinlichkeit. Hoffentlich kommt die hier auch in Borkheide an. So, das war's jetzt hier wieder von Borkheide News TV. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Keine so anstrengende Schulwoche für den Anfang. Ab nächsten Montag bin ich auch wieder in der Schule. Dann geht's weiter mit Fotokurs. Erstmal schnuppern natürlich und wir werden sehen, wer sich dann dafür alles begeistern lässt. So, das war's wie immer. Borkheide News TV, hier euer Lutze und tschüss!